Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Barnsola. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Destiny 2, die Hexenkönigin. Ja, in der letzten Folge sind wir aus dem Tempel der List entkommen und hatten dort eine ziemlich krass zufällige Begegnung mit Riven, die Tausendstimmige. War allerdings nur eine Illusion. Aber uns wurde da eine richtig, richtig miese Falle gestellt von Savatun. Sie wusste, dass wir dort hingehen und nachforschen würden, was es damit auf sich hat, wieso sie an das Licht gekommen ist. Ja, und das werden wir natürlich in dieser Folge herausfinden. Denke ich mal. Hab ja schon lange keine Destiny-Folge mehr produziert gehabt. Aber generell habe ich über den gesamten Juli-Zeitraum keine Videos mehr rausgebracht. Ja, wie gesagt, letzte Folge ist lang her. Dann checken wir, wie gesagt, einfach mal den Quest-Schritt ab. Yo, schließe die Mission die letzte Chance ab. Eris hat aus zuverlässiger Quelle von einem Artefakt in Savatuns Thronwelt erfahren, das vielleicht Aufschluss darüber geben könnte, wie Savatun an das Licht gelangt ist. Was ich eben gerade gemeint habe. Wollte nur sicher gehen. Jetzt will Eris, dass du in Savatuns Festung eindringst und sie findest. Hört sich ein bisschen nach Finale an, ist es aber nicht. So. Dann müssen wir hier hin. Und starten mal. So, Dana, wären wir jetzt angekommen in Savatuns Thronwelt. Jetzt müssen wir uns nur noch zu der Mission begeben. Aber zuerst gehen wir mal zu Finch. Mal schauen, was er für uns hat. Ja, also so sieht's aus. Aber ich glaube, Beutezüge sind jetzt nicht unbedingt wichtig, würde ich sagen. Oder? Besiege Kämpfer in der Thronwelt. Strahlende Schar. Okay. Fähigkeiten können wir auch machen. Besiege Ziele in der Thronwelt. Handfeuerwaffen, Automatikgewehren, Fusionsgewehr oder Maschinengewehren, ohne zu sterben. Die drei nehmen wir mit. Aber ich glaube, ein Automatikgewehr habe ich. Ja, doch, ein Automatikgewehr habe ich mit. Sehr gut. Ich werde mal eben hier die Pistole auf die Halsbruch infodieren. So, dann wollen wir mal starten. Mit der Mission, aber hier ist noch eine. Hier ist noch was angepinnt. Was ist denn das hier eigentlich? Warte mal, ich check mal den Navigator. Bericht Resonanzergänzung. Ah, okay. Das machen wir vielleicht ein andermal, weil das ist nämlich die Exotic Mission zu der exotischen Glefe für den Warlock. Aber ehrlich gesagt, konzentriere ich mich bei den Destiny Let's Play hauptsächlich nur auf die Kampagne. Alles andere ist jetzt nicht so wichtig. So, da haben wir auch schon das Missionsbanner und wir legen los. Eris, wir sind in Position. Wohin gehen wir? Dein Zielort liegt tief im Inneren der Festung, Hüter. Im Apothekertrakt. Dort solltest du einen besonderen Kristallsplitter finden. Vor ihrer strahlenden Verwandlung befand sich Savatun in der Obhut der Erwachten. Sicher eingesperrt in einer kristallinen Zelle. Zumindest schien es so. Also ist dieser Kristall ein Stück ihres ehemaligen Gefängnisses. Was bedeutet, dass sie ihn wahrscheinlich bei sich hatte, als sie das Licht gestohlen hat? Tja. Ja. Savatuns Hallen sind genauso verschlungen und trügerisch wie ihr Geist. Um voranzukommen, müsst ihr die eher abwegigen Pfade suchen. Na ja, gut, viel reden werde ich hier wahrscheinlich jetzt sowieso nicht können, weil die hier sehr, sehr viel alle am Labern sind. So.
natürlich das Relikt aufnehmen. Und damit können wir nämlich das hier nämlich zerstören. Okay, das Schwert löst sich auf, bevor ich den Gegner damit angreifen wollte. Perfekt. So, dann decken wir mal hier auf. Ah. Ein paar Plattformen sind erschienen. Sehr schön. Harris, wie ist die Lage? Der Hüter ist jetzt auf dem Weg zum fraglichen Objekt, Commander. Gut. Bist du sicher, dass wir so die Antworten bekommen, die wir brauchen? Wir können uns keine weitere Sackgasse leisten. Die Königin des Riffs gibt Informationen nicht so leichtfertig weiter. Mara Sorf hat dir den Tipp gegeben. Das hattest du bisher nicht erwähnt. Doch. Gegenüber Ikora. Kurz bevor du uns unterbrochen hast. Sie stimmte zu, dass es in dieser Angelegenheit keine zuverlässigere Quelle gibt als Savatuns einstige Bezwingerin. Ich vertraue Mara, aber sie lässt sich zu selten in die Karten schauen. Hätte sie uns das früher mitgeteilt, wären wir jetzt nicht so verzweifelt. Um gegen die Schargöttin der Lügen und Tricks zu gewinnen, ist es am besten, die Karten nicht zu früh auf den Tisch zu legen. Okay, der hier will... Der braucht hier wohl ein bisschen Liebe, der Dude hier. Aber die kriegt er nicht. Ich wette, dieses Scharschwert wird genauso nützlich sein wie das letzte. Jetzt müssen wir durch ein Schloss finden, das wir aufbrechen können. So. Die Hexenkönigin mag ihr da sind ein paar Plattformen. Den Glanz gehüllt haben. Aber darunter lauern immer noch Überreste einer dunklen Architektur. Und die neue Fähigkeit des Hüters enthüllt diese verborgenen Überreste. Ja, Ikora hat es mir erklärt. Warum können wir nicht einfach das Licht dafür nutzen? Das Licht mag eine mächtige Kraft sein. Aber wenn es um Illusionen geht, hat es sich als unzureichend erwiesen. Es ist der Verstand, der sich beugen muss, um die hier verborgenen Wahrheiten zu erkennen. Darum kann nur die Dunkelheit den Weg weisen. Meine einzige Furcht ist, wohin uns dieser Weg am Ende führen wird. Tja, das kann ich dir ehrlich auch nicht sagen, Zavala. Ja, hier wieder diese rotzigen Leibeigenen, ey, verschwindet. Jetzt wird erstmal die Hammerhead rausgeholt. Und ein paar Gegner werden verprügelt. Diese Motten, Alter, wenn ich die Dinger schon sehe, ey, da möchte ich am liebsten gleich rumschreien. Diese Viecher sind echt nervig. So, den hier zerquetschen wir mal. Oh nein! Verschwindet! Scheiß Motten. Ist hier noch irgendwas oder so? Irgendein Collectible? Wäre jetzt ehrlich gesagt ganz cool. Nein? Na gut, dann ziehen wir erstmal weiter. Du konntest deine Gabe, die dir von der Schwarzen Flotte verliehen wurde, gut weiterentwickeln, Hüter. Verstehst du jetzt, Commander, warum Ikora diese Entscheidung getroffen hat? Trotz all ihrer Zweifel wusste sie, dass nur die Dunkelheit, kanalisiert durch einen starken Willen, uns so weit bringen konnte. Ich verstehe. Mir geht es nicht um die Entscheidung, die Ikora getroffen hat, sondern um die Tatsache, dass sie allein getroffen hat. Wir
wissen, wie Savathun vorgeht. Sie trennt Leute ganz bewusst voneinander. Es gibt keinen Grund, ihr die Arbeit zu erleichtern. Und, Aris, ich glaube, du weißt am allerbesten, dass die Dunkelheit kein Weg ist, den man allein beschreiten sollte. Sie war nicht allein. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Oh Mann, ey, Zavala ist aber ganz schön angepisst. Wegen der Dunkelheitsgeschichte. Ja, der ist misstrauisch gegenüber der Dunkelheit. Ist natürlich mal klar, ne? So, jetzt sind wir an Apothekertrakt auch schon bald angekommen. Hier können wir wieder ein neues Banner placen, um wieder unsere Fähigkeiten und Munition aufzufüllen. Zumindest halt nur die Schwere. Hier brauche ich wieder das Schwert für. Da ist was drinne. Ja, da kommt doch schon einer raus. Den finishen wir mal weg. Schön nach vorne preschen. So läuft das. Das wird jetzt hier gerade ein bisschen hässlich. Ich kriege gerade von allen Seiten was ab. Hey, seid ihr Hunde? Und natürlich muss ich mal wieder die dämliche Waffe nachladen. Wieso auch nicht? Oh Gott, ich muss hier alles nachladen. So, und diese Motte ist auf mich erstmal fixiert und auch schon tot. Aber jetzt erstmal alle Waffen nachladen, bevor ich wieder in der Scheiße stecke. So. Wie hoch sind diese Waffen? Oh. Ich glaube, ich spiele mal wieder mit der Monte Carlo, oder? Naja, lass mal mit der Monte Carlo mal spielen. So, die geht auch schon immer, die geht auch noch höher. Die hau ich darauf. Ganz klar auf meine Hammerhead. Und das hier rauf. So, weiter geht's. Eindeutig der Apothekertrakt. Irgendwie fühlt es sich hier drinnen noch gruseliger an. Natürlich. Ihr betretet unbefugt das Testgelände für die schlimmsten Experimente der strahlenden Schar. So, hier können wir einfach alles dezimieren. Verschwindet. Dezimieren vor allen Dingen. So, weg mit dir. Du auch.
Mach deinen Mund zu, es stinkt. Oder Maul, wie auch immer. Oder mach dir Gusch zu. Ja, hier brauchen wir wieder das Schwert. Sabaton hat wahrscheinlich eine ihrer Hexen aus dem Hohen Rat damit beauftragt, diesen Ort zu bewachen. Findet sie. Der Kristall wird sicher in der Nähe sein. So, jetzt müssen wir das Teil da aufkratzen, sage ich jetzt mal, was wir da gesehen haben. Weg mit dem Dreck. Decken wir das auf. Und dann können wir ja auch schon drüber laufen und auf die Plattform springen. Keine Anzeichen für einen Kristall. Nur reihenweise Gläser gefüllt mit... Ist das Licht? Aber es ist irgendwie verunreinigt. Sabaton hat ihre Hexen immer dazu ermutigt, die Grenzen der Schar-Magie zu erweitern. Das scheint sich mit dem Licht nicht geändert zu haben. Vielleicht ein Beweis dafür, dass Korruption weit weniger mit Macht zu tun hat, als mit der Person, die sie kanalisiert. Oder die Macht hat dauerhafte Nebenwirkungen. Die Dunkelheit verwandelte Sabaton und ihre Artgenossen von Beute in Raubtiere. Nicht die Dunkelheit selbst, sondern ein Wesen dahinter hat die Schar korrumpiert und von einem ewigen Blutzähnen abhängig gemacht. Ihr Schicksal ist nicht unabwendbar. Sicher können manche mit der Dunkelheit diszipliniert umgehen, aber diejenigen, die das nicht können, sie sind nicht die einzigen, die den Preis dafür zahlen müssen. So, weg mit der Sau. Wohin? Achso, ja. Einfach den Zielmarker folgen. Läuft doch ganz gut. Dies ist ein in sich verkehrtes Reich. Erforscht alle Richtungen. Vor allem die, die ihr am wenigsten vermutet. So, was wird hier abgehalten? Aber wo ist die Hexe, die das alles beaufsichtigt? Ach, da ist doch die Hexe. Ach Mann, bin ich doof. Nee. Okay, ich bin jetzt gerade selber ein bisschen durcheinander. Ich habe gerade gedacht, dass wir die Hexe noch gerade gekillt hatten. Aber... Okay, never mind. Nichts gesagt. Mensch, zieh dich, Kriegsmotter. Das ist ja genauso schlimm wie die normalen Hausmotten, Alter.
Erstmal fett vorbeischießen. Kann ich am besten. Okay. Schrei nicht so. Die schlafen Kinder. Wieder diese scheiß Leibeigenen. Und dazu noch diese vermaledeiten Ritter. Hör auf! Sonst gibt's Schelle! Obwohl, die Schelle gibt es sowieso. Ja gut, die Hexe erwarten wir jetzt nicht, sondern einen Lichtträger-Ritter. Der auch schon tot ist. Da ist der Kristallhüter. Zeit, das zu Ende zu bringen. Ja, die Hexe übertreibt jetzt gerade ein bisschen mit dem Licht. So, jetzt ist er fällig. Sau. So, und den nehmen wir uns mal. Hingabe führt zu Mut. Mut zu Aufopferung. Und Aufopferung. Das war ganz sicher Savatun. Aber was soll das bedeuten? Das ist der Beweis, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Ikoras Instinkt war also doch richtig. In der Tat. Aber wir haben unsere Antwort noch nicht. Geh und schalte die Erinnerung frei, Hüter. Mal sehen, ob wir das Rätsel damit lösen können. Müssen wir wieder zu diesem Altar der Reflexion gehen und uns dort die Erinnerung anschauen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Was war gerade bei der Truhe los? Warte mal, ich drehe mich mal um. Geh ein bisschen. Guckt euch das mal. Oh, ja. Gut. Das war aber lustig gerade mit der Truhe. Einmal umgedreht, Truhe zu, dreht sich zurück, die geht auf. So, zum Altar der Reflexion, also. Ich würde dann mal sagen, dann setze ich hier einen Cut. Und dann sehen wir uns bei der Mission wieder. Bis gleich. So, da wären wir am Altar der Reflexion, oder vielmehr gesagt am Eingang. Ich hoffe, dass wir dieses Mal reinkommen. Und dann würde ich sagen, einfach let's go. Oh, hat geklappt. Ich habe ein paar von Ikoras Notizen über die Dunkelheit und das Licht gelesen, Hüter. Sie denkt, die Dunkelheit ist eng mit Erinnerung verbunden. Du hast mit einer Kraft der Dunkelheit auf diesen Ort zugegriffen. Was genau haben wir hier angezapft? So, jetzt hier erstmal wieder das Rätsel lösen. Aber es sind halt mehrere. Das hier wird jetzt richtig blöd. Das ist genau dasselbe Prinzip. Wir müssen immer die abschießen, die nicht richtig sind. Aber da scheint alles normal zu sein. Das da zum Beispiel sieht nicht normal aus. Gucken wir mal nach, ob hier eine andere Säule oder Podest auch sowas hat. Nein, die hier hat alles normal. Hat alles normal. Genau, Deutsch.
Das hier ist falsch. Und dann müsste hier noch eins sein. Jupp, das da. Die nächste Prüfung beginnt. Nee, wir können einfach rein. Perfekt. Yeah. So, jetzt stürmen wir hier die Bude. Wir wollen uns eine Erinnerung ansehen. Moinsen. Oh, was ist los? Erstmal hier am besoffen, wie ein Besoffener durch die Gegend schießen. Aber ich möchte mal kurz etwas einlösen. Das sind nämlich diese Sachen. Oh, wir bekommen erstmal gleich eine neue Waffe. Ja, ich glaube, ich probiere mal diesen Bogen aus. Noch eine Modifikation noch rein. Die rüste ich mal gleich aus. Einfach mal probieren. Sonst spielen wir ja nur mit normalen Waffen wie Automatikgewehre, Impuls und so weiter. Auch mal ein bisschen ein paar verschiedene rumspielen. Oh, der ist sauer. Der ist ganz, ganz sauer. Nein, fass mich nicht an. Den schnell zerstören. Mein Gott, stirb doch endlich. Ist er doch schon. Ja, stimmt. Tatsache. So, wo wollt ihr alle hin? Ihr wollt schon gehen? Ey, vergesst eure Geschenke nicht. Schön kühl. Meine Persona-Hitze. Brauchen wir doch mal was Kühles hier, oder nicht? Ey, was schlägst du mich? Warte. Ah, scheiß Motte. So, ab dafür. Was sagt uns jetzt hier diese Erinnerung? Oder was verbirgt sich hinter dieser Erinnerung? Lange Zeit gejagt. Zuerst als Feindin, dann als Sammlerin und letztendlich nun als Bittstellerin.
heißt es bei den Hütern. Hingabe führt zu Mut. Mut führt zu Aufopferung. Und Aufopferung... Unglaublich, dass ich so etwas vergessen konnte, oder? Ein so bewegtes Leben, ausgelöscht. Das Licht bietet einen Neuanfang. Aber wenn wir unseren Ursprung nicht kennen, wie sollen wir dann ein Ziel finden? Danke, dass ihr mich wieder erinnert und meine Geschichte erzählt habt. Moment. Wovon redet sie da? Wir haben ihr geholfen, sich zu erinnern. Danke für die Erinnerungen, Hüter. Wir müssen weg. Was eine miese Sau, Alter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirklich passiert ist, dass da einfach aus den Reisenden so ein Schargeist rauskam. Ich wusste, dass Ikora nichts damit zu tun hatte, dass Savathun im Besitz des Lichts ist. Aber die Wahrheit ist so viel schlimmer. Ich verstehe nicht, wie der Reisende sie auf die gleiche Art auserwählen konnte wie dich. Wir müssen mit Zavala reden. Tja, das sollten wir auf jeden Fall tun. Aber da ja der Big Blue sowieso ja schon vom Misstrauen zerfressen ist, was den Reisenden und die Dunkelheit betrifft, ja, wird das natürlich ein ganz schwieriges Thema sein. Gut, wo müssen wir denn jetzt hin? Zum Turm. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und dann würde ich sagen, ist dann der Part beendet. Ja. Dann würde ich sagen, auf geht's zum Turm. Und dann hören wir mal rein, was der große Blaue zu sagen hat. So, Leute,
Da sind wir jetzt wieder auf dem Turm. Und nimm mal an dieser Vorhutbesprechung teil. Ihr sagt also, dass Savathun tot war. Unsere durchtriebenste Widersacherin, die die letzte Stadt fast von innen heraus zerstört hat, war tot. Und der Reisende hat sie wieder erweckt. Ich hätte es auch nicht geglaubt, aber... Aber warum will sie ihre Erinnerungen wiedererlangen, wenn sie sie gar nicht erst verloren hat? Das muss ein weiterer Trick sein. Eine Lüge, damit wir den Reisenden kampflos aufgeben. Dies war schon von Anfang an der Plan des Reisenden. Die Bücher der Trauer beschreiben viele Welten, die vom Licht gesegnet und dann aufgegeben wurden. Schar-Propaganda. Die Gefallenen erzählen die gleiche Geschichte. Als der Zeuge und die schwarze Flotte kam, zog der Reisende weiter in unser System. Wo er sich selbst geopfert hat, um uns vor eben diesen Mächten zu retten, zu denen auch die Schar gehört. Warum sollte der Reisende nach all dem unserer schlimmsten Feinden das Licht geben? Das spielt keine Rolle. Ich weiß nicht, warum der Reisende Savathun das Licht gab. Vielleicht hat er seine Meinung über die Hüter geändert. Vielleicht ist er doch nicht so unfehlbar, wie wir dachten. Ich weiß es nicht und es spielt auch keine Rolle. Weil ich die Menschheit schützen will. Und wenn Savathun uns den Reisenden nimmt, verlieren wir das Licht und jede Hoffnung, die Rückkehr des Zeugen zu überleben. Deshalb werden wir alles tun, um das zu verhindern. Okay. Und wie machen wir das? Das weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, wo ich es rausfinde. War ja klar, dass Big Blue ausrasten wird. Kommt da jetzt noch eine Cutscene? Ich glaube nicht, ne? So, wir müssen uns noch mit Ikora Ray unterhalten und diese Meldung hier unten geht mir richtig krass auf den Senkel. Aber da müssen wir jetzt erstmal durch. Am Ende wurde Savathun auf einem fernen Planeten geboren, um ein ereignisloses Leben zu leben, wenn es ihren Wurmahnen nicht gäbe. Das Objekt, das du aus den Tiefen der Thronwelt geborgen hast, was, wenn es keine Statue ist? Was, wenn es der Wurmahn selbst ist, mit den Jahren versteinert? Das würde erklären, warum du es nicht mit den anderen öffnen konntest und hieße, dass es eine Erinnerung birgt, die selbst Savathun nicht kennt. Was für eine das ist, werden wir ergründen. Mit dem Werkzeug, das uns tief in die Vergangenheit vordringen lässt. Es ist riskant, das Relikt auf diese Art einzusetzen. Deshalb werde ich es selbst machen. Aeris hilft mir, mich vorzubereiten. Triff uns später auf dem Mars. So halten wir Savathun auf, Hüter. Das weiß ich. Ja, na denn. Ikora denkt, dass die Wurmstatue, die du gefunden hast, vielleicht gar keine Statue ist, sondern eine
sondern der versteinerte Wurm selbst. Die darin eingeschlossene Erinnerung ist uralt, zu alt, um sie mit gewöhnlichen Mitteln freizulegen. Aber Ikora hat einen Plan, der mit dem Relikt zu tun hat. Triff Ikora auf dem Mars. Ja, das werden wir allerdings in der nächsten Folge machen. Und ich würde jetzt dann hier einen Cut setzen. Jo, das war's dann mal wieder mit einer weiteren Folge zu meinem Let's Play von Destiny 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit einem Daumen nach oben wissen. Wenn ihr mehr sehen wollt und nichts verpassen wollt, den Channel abonnieren. Ist natürlich freiwillig. Die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, dass eine neue Folge, neues Video etc. pp. Am Start ist. Schaut auf jeden Fall bei meinen anderen Projekten vorbei. Lohnt sich. Würde ich mich ebenfalls drüber freuen. Ebenfalls über eine positive Bewertung. Genau. Über eine positive Bewertung. Aber nun genug gebettelt. Da würde ich sagen, wieder schauen und reingehauen.